Was ist eigentlich UV-Resin? Für was braucht man es genau? Wo liegt der Unterschied zu anderen Resinsorten? Macht es Sinn, dir UV-Resin zu kaufen? Und warum hat es Colorberry noch nicht im Sortiment aufgenommen? Jetzt gibt es ordentlich was auf die Ohren und ich hoffe später auch etwas Resin in eurem Mischbecher. Hallo meine lieben Resin-Freunde, hier ist wieder eure Mrs. Colorberry mit einem neuen, sehr interessanten Podcast zum Thema UV-Resin. Für alle, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Steffi, aber besser bekannt unter dem Künstlernamen Mrs. Colorberry und ich habe 2017 mein eigenes Unternehmen Colorberry gegründet für hochwertige Resin-Produkte. Ich selbst bin Unternehmerin, aber auch Resin-Künstlerin und beschäftige mich von Tag 1 an meiner Resin-Karriere täglich mit dem Thema Resin. Also, schön, dass ihr dabei seid. Lasst uns starten. Hier teile ich mein Wissen. Wie immer starten wir mit etwas Grundwissen. Es gibt die unterschiedlichsten Harze auf dem Markt, um nur mal hier ein paar zu nennen. Epoxidharz, Polyesterharz, Polyurethanharz, Silikonharz, Vinylesterharz und UV-Harz, um hier nur einige genannt zu haben. Das wohl gängigste Harz für uns Künstler ist das Epoxidharz, da es einfach für uns die besten Eigenschaften hat für Kunstprojekte. Das Epoxidharz besteht immer aus zwei Komponenten, Harz und Härter, die man separat in Flaschen bekommt und dann zu Hause selber, je nach Mischverhältnis, zusammen vermengt und dann gießt. Das UV-Resin ist jedoch nur eine Komponente, also man bekommt nur eine Flasche. Dieses UV-Harz ist in der Regel eine Kombination aus Acrylharz und einem photoinitiierenden Zusatzstoff. Das bedeutet, dass dieses Harz mit einer UV-Lampe aushärtet. Ganz kurz erklärt. Man drückt das UV-Resin aus der Flasche. Wenn du magst, kannst du es auch mit Farben anmischen. Trägst es dann auf, zum Beispiel in eine Silikonform und hältst eine UV-Lampe drüber, um es binnen weniger Minuten auszuhärten. Es ist also ein Harz für ungeduldige Resinkünstler. Doch lasst uns kurz über die Vor- und Nachteile sprechen von UV-Resin. Zunächst die Vorteile. Da das UV-Resin nur aus einer Komponente besteht, braucht ihr also nichts anmischen, wie beim Epoxidharz, das Harz und den Härter. Das heißt, die typischen Fehlerquellen, nicht richtig vermengt oder falsches Mischverhältnis, entfallen. Das UV-Resin benötigt zum Aushärten nur eine UV-Lampe. Punkt Nummer 2. Die Verarbeitungszeit ist sehr lange. Da die Aushärtung beim UV-Resin nur mit einer UV-Lichtlampe beginnt, könnt ihr gefühlt ewig damit spielen. Bei klassischen Epoxidharzen hat man immer eine limitierte Verarbeitungszeit von 15 oder aber auch 60 Minuten. Punkt Nummer 3. Die Aushärtung ist minutenschnell. Einmal das UV-Licht über das UV-Resin gehalten, geschieht die Aushärtung binnen weniger Minuten, also meistens hier so zwischen 2 und 3 Minuten. Bei dem klassischen Epoxidharz jedoch dauert die Aushärtung meistens mehrere Stunden bzw. Tage. Das hört sich doch jetzt erstmal gut an, oder? Aber glaubt mir, es gibt Gründe, warum Colorberry das UV-Resin noch nicht mit in das Sortiment aufgenommen hat. Lasst mich also über die Nachteile von UV-Resin sprechen. Gängige Epoxidharze haben eine Haltbarkeit von 12 bis 24 Monaten, also sprich circa 1-2 Jahre. Das UV-Resin jedoch leider nur 6 Monate. Wenn man jetzt die Lieferketten bedenkt, bis so ein UV-Resin in den Läden verfügbar ist, kann mal eben ganz schnell 3 Monate ins Land gehen. Und dann ist ja noch die Lagerzeit, bis es letzten Endes verkauft wird. Da kann es ganz schnell passieren, dass man bereits ein abgelaufenes, nicht mehr haltbares UV-Resin kauft. Habt ihr ein UV-Resin zu Hause? Schaut doch mal, ob ein Verfallsdatum auf den Flaschen steht. Mit Epoxidharzen haben wir so viele Möglichkeiten in der Verarbeitung. Dünne Schichten, mittlere Schichten, hohe Schichten, je nach Epoxidharzeigenschaften. Bei dem UV-Resin sind leider ausschließlich nur dünne Schichten möglich, also konkret bis maximal 3 mm. Hat man also jetzt eine klassische Untersetzerform, muss man 3 Schichten UV-Resin gießen.
Und wenn man jetzt noch bedenkt, dass UV-Resin im Verhältnis zu Epoxidharzen viel teurer in der Anschaffung ist, ist so ein Untersetzer ganz schön teuer. Hier mal ein Rechenbeispiel. Stand heute im Juli 2023 hier in Europa. Ich kann ja auch nicht wissen, wie die Preise sich jetzt in Zukunft noch verändern werden. Also, ein Kilo UV-Resin kostet im Schnitt 200 Euro. Ein Kilo 200 Euro. Es fällt euch aber erstmal nicht so auf, weil es meistens nur kleine Flaschen mit 50 Milliliter UV-Resin gibt, die dann nur 10 Euro kosten. Ein klassischer Untersetzer aus Resin wird mit ca. 100 Milliliter Resin gegossen. Das heißt, die Harzkosten für einen Untersetzer aus klassischem Epoxidharz sind 2 bis 3 Euro. Der gleiche Untersetzer aus UV-Resin sind 20 Euro. Und bedenkt, ihr habt erst einen Untersetzer. In der Regel hat man ja immer ein Set bestehend aus 4. Ganz schön teure Angelegenheit, wenn man bedenkt, dass man ja immer sagt zu dem Resin-Hobby, es sei so teuer. Tja, mit UV-Harz dann jetzt noch mehr. Ein weiterer Nachteil ist die UV-Lampe. Warum, fragt ihr euch? Naja, so eine UV-Lampe ist eine einmalige Anschaffung von 10 bis 20 Euro. Diese Lampe sollte mindestens 4 Watt haben. Das ist jetzt auch alles nicht so tragisch. Aber wusstet ihr, dass von einigen UV-Lampen das UVC-Licht erzeugt wird? Dieses Licht führt dazu, dass UV-Resin noch schneller vergilbt, wie es eigentlich ja eh schon schneller passiert bei UV-Resinen im Vergleich zu klassischen Epoxidharzen. Tja, und das war es leider noch nicht. Diese UV-Lampen gibt es nur in gewissen Größen. Also seid ihr mit der Aushärtungsfläche sehr begrenzt. Daher lohnt es sich wirklich nur kleinere Gegenstände mit UV-Resin zu gießen. Oder könnt ihr euch die Zeit vorstellen, die ihr investieren müsst, um ein großes Resin Ocean Art auf einer Leinwand völlig aushärten zu lassen? Und leider war es das immer noch nicht mit den Nachteilen. Effekte wie Zellen im Resin, also schöne Wellen im Ocean Art oder spezielle Zellen, sind mit UV-Resin nicht möglich. Zum einen gibt es die Viskosität nicht her und zum anderen ist das Arbeiten mit einem Heißluftföhn oder einem Bunsenbrenner mit UV-Resin nicht empfehlenswert. Warum? Wenn man mit Epoxidharz Zellen kreieren möchte, macht man dies meistens immer mit einem Heißluftföhn. Also das heißt, man bläst das Resin in eine bestimmte Richtung, sodass man das genannte Lacing bekommt. UV-Resin darf nicht länger als 2 bis 3 Sekunden mit einem Bunsenbrenner behandelt werden. Denn es entsteht ganz schnell ein sehr scharfer, stechender, fast ätzender Geruch, den das UV-Resin von sich gibt und der schädlich ist. Ganz ehrlich, angenehm ist es auch nicht wirklich. Also, ich habe es selber schon ausprobiert. UV-Resin gibt bei dieser schnellen Aushärtung auch eine extreme Hitze von sich. Das heißt, bitte langt oder fasst nicht unmittelbar das ausgehärtete UV-Resin nach der UV-Lichtbehandlung an, denn ihr könnt euch die Finger verbrennen. Und in diesem Zusammenhang noch ein Nachteil. Viele kennen es bereits schon, wenn die Silikonform mit dem Epoxidharz zusammenklebt, also beide verschmelzen. Woher kommt das? Durch überhitztes Epoxidharz, das heißt zu heiß gemachtes Epoxidharz. Jetzt gießen wir aber mit UV-Resin in diese Silikonform. UV-Resin produziert eine starke Hitze von ganz von alleine, ohne zusätzlichen Bunsenbrenner oder Heißluftföhn. Was passiert? Genau diese Hitzeentwicklung schadet euren Silikonformen noch mehr als das klassische Epoxidharz auf Dauer und auch UV-Resin kann am Silikon kleben bleiben. So, jetzt ist es aber genug mit den Nachteilen. Ihr seht, dass ich als Unternehmerin von Colorberry nicht zu 100% überzeugt bin, dieses UV-Resin ins Sortiment mit aufzunehmen. Allerdings gibt es die eine oder andere Situation für mich als Resin-Künstlerin, wo ich mir dieses UV-Resin durchaus vorstellen kann in einiger meiner Anwendungsgebiete. Zum Beispiel, wenn ich bei meiner Popsicle-Kunst das Eis in einer schrägen Haltung auf einer Leinwand oder einem Deckel befestigen möchte. Hier wäre ein schnell aushärtendes Resin wie das UV-Resin oft sinnvoll für mich. Ich kann euch also das UV-Resin nur empfehlen als schnellen Kleber für kleine Gegenstände.
Hier ist das UV-Resin nahezu konkurrenzlos. Wenn ihr UV-Resin aber mal ausprobieren möchtet und eure eigenen Erfahrungen dazu sammeln wollt, dann schaut doch einfach mal bei Amazon rein und sucht direkt nach UV-Resin oder UV-Harz. Ihr werdet zwar keins der Marke Colorberry finden, jedoch gibt es so einige andere Marken, die derzeit auf diesen Zug aufspringen. Noch bin ich persönlich abgeneigt, aber sag niemals nie. In diesem Sinne, danke euch fürs Zuhören. Wenn ihr Fragen oder Anregungen zu Themen habt, die euch unter den Nägeln brennen, schreibt mir einfach eine E-Mail an help@colorberry.de. Ich freue mich auf das nächste Mal. Eure Mrs. Colorberry.